Bei Swisscom oder in den Swisscom Shops ist Digital Signage eigentlich bei Medienwahl eingesetzt. Das ist dort, wo auch Content läuft, den wir monatlich adaptieren und aktualisieren. Für uns, für Swisscom, haben wir über 120 Shops in der Schweiz. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir wirklich zentral Schaltungen vornehmen können, Zeit- und ortsunabhängig. Und so eigentlich auch können gewährleisten, dass der richtige Content zur richtigen Zeit läuft. Der ganz grosse Vorteil von Digital Signage ist, ich habe in Sekundentakt 80 Shop, 100 Shop, 1000 Shop, schweizweit, international im gleichen Zeitpunkt bespielen. Das heisst, ein Spitzensportler gewinnt etwas. 20 Sekunden später kann ich dem Spitzensportler auf all meinen Bildschirmen gratulieren zum Sieg. Bestiform ist ein langjähriger Partner von Swisscom bei Innen- und Aussenbeschriftungen und sie haben uns unterstützt im neuen Shop-Konzept. Bei der neuen Digital Signage-Lösung waren uns drei Punkte sehr wichtig. Gestochen scharfes Bild, einfache Usage für Shop-Mitarbeiter und Content-Steuerung direkt aus dem Backoffice in der Zentrale. Swisscom setzt seit knapp 10 Jahren auf Digital Signage. Schon beim vorgängigen Shop-Konzept hat es einen wichtigen Teil eingenommen. Und mit der Implementierung des neuen Systems hat sich für mich aus Anwendersicht eigentlich vor allem das Ganze vereinfacht. Also es ist bedienerfreundlicher, die Plattform, es ist übersichtlicher, die Schaltungen gehen schneller. Also es ist nicht eine halbe Stunde, wo man wartet und dann ist es im Laden oder in den Shops richtig, sondern es ist eigentlich sofort live. Man kann es anschauen und sieht, wenn noch Fehler würden, drinnen vorkommen, dass man das beheben kann. Die grösste Herausforderung war, dass wir eine reine Softwarelösung gesucht haben. Wir haben die bestehende Hardware, Mini-PC und Screens behalten. Und da war die beste Form die, die uns das anbieten konnte. Die 88 Shop haben wir in rund 6 Wochen umgerüstet. Also die gesamte Projektlaufzeit war rund 2 Monate. Wir haben 3 Screens. Es gibt pro Screen ein Mini-PC. Der erste Mini-PC ist der Master, der synchronisiert die anderen zwei. Damit die Bedienung für einen Shop-Mitarbeiter einfach ist, haben wir keine Fernbedienung, sondern ein Touchpanel montiert mit 2 Buttons. Eines Live-TV und eines für Content. So kann er einfach umschalten. Durch den analog- und digitalen Bereich, den wir anbieten, können wir eine Harmonie und Durchgängigkeit in der Markenführung erreichen. Das heisst, wir können den Kunden beraten und umsetzen mit den gleichen Teams, analog und digital. Klassische Lichtwerbung und Bildschirme. In unserem Shop-Konzept ist es wichtig, wir wollen erleben, wir wollen unsere Produkte erlebbar machen. Und dementsprechend ist es sicher auch von Vorteil, wenn man interaktiv sein kann und der Kunde eigentlich am Screen auch Sachen ausprobieren kann. In Zukunft von Digital Signage kommt noch einiges auf uns zu, sei es 4K, Bildqualität oder neue Technologien, die uns neue Chancen eröffnen. Momentan sind wir in einem Monolog mit einem Kunden, sprich mit ihm nur Content darstellen. Wir würden gerne in einen Dialog gehen, wo der Kunde selber interagieren muss. Digital Signage bewegt, das heisst, es lebt. Was lebt, zeigt Interesse. Interesse weckt Aufmerksamkeit. Wenn ich noch die Interaktivität im Digital Signage drin habe, wenn man am Bildschirm etwas anrühren kann, wenn man ein Produkt konfigurieren kann, wenn ich einen QR-Code abspielen kann und direkt aufs Netz kommen, das sind die grossen Möglichkeiten, die wir heute haben.